Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie Ihre Lebenszeit sinnvoll verwenden. Ja, Wahl- und Kaufprozesse. Ich habe mir vorhin noch mal angeguckt, die Einladung steht drin, es geht um Verkauf. Natürlich geht es darum nicht. Wer von Ihnen ist, hat eine Partnerschaft? Arm hoch. Wer hatte schon mal eine? Wer will noch mal? Merken Sie, es werden immer weniger. Wir haben Wahlentscheidungen getroffen, die dazu führen, dass in unserem Gehirn sich was geändert hat. Wenn wir über Verkauf reden, wissen Sie jetzt, dass Sie das alle schon mal gemacht haben. Sie machen das sogar jeden Tag. Wer hat schon Vorstellungsgespräche gehabt? Wir leben den ganzen Tag Kaufprozesse, nicht Verkaufsprozesse. Darüber will ich mit Ihnen heute reden. Es gibt gar keinen Verkauf, so wie Sie sich den vorstellen. Es kann immer erst was verkauft werden, wenn der andere kaufen will. Die Frage ist, wie kriegen wir es hin, dass der andere kaufen will? Das ist ja viel spannender. Was Sie gerade machen, ist, etwas für sich Gutes zu tun, nämlich sich inspirieren zu lassen. Man kann ja Menschen nicht motivieren, das Gehirn ist ein in sich geschlossenes System, werden Sie gleich sehen. Menschen kaufen Werte und nicht den Preis. Und wenn ein Mensch eine Wahl, also Kaufentscheidung trifft, dann macht er das aus irgendeinem Grund. Und diesen Grund, auf den Grund zu gehen, ist sinnvoll. Ist wirklich sinnvoll. Ich lese Ihnen das vor. Das Gehirn. Mit dem Gehirn denkt man, dass man denkt. Außerdem wird es für Kopfschmerzen gebraucht. Es sitzt im Kopf direkt hinter der Nase und wenn man niesen muss, tropft es. Das Gehirn ist ein sehr empfindliches Organ. Die meisten Leute benutzen es deshalb nur ganz selten. Aufsatz aus der 4a. Kurze Frage, wer von Ihnen hat denn sein Gehirn heute dabei? Das habe ich gehofft. Ich auch. Ich möchte Ihnen gleich erläutern, wie diese Teil so funktioniert. 1450 Gramm verbraucht 20% der gesamten Energie. Also wer abnehmen will, denken hilft. Und ich will Ihnen gleich aufzeigen, wie das Ding so, natürlich grobschlächtig, weil wir haben nicht so viel Zeit, wie das so funktioniert mit den Wahlprozessen. Ich habe auch noch ein zweites Gehirn mitgebracht. Das ist auch ein Original. Das ist von RTL 2. Deshalb möchte ich mit Ihnen ein paar Wahrheiten aussprechen. Es kauft oder ja nicht ein Mensch. Es entscheidet ja im Endeffekt nicht der Mensch, sondern es entscheidet das Gehirn, das wir in uns tragen. Und wir haben ja den Kopf nicht geschenkt bekommen mit dem Gehirn, um sein Leben lang rumzutragen, sondern um es zu benutzen. Und Sie haben schon gehört, eben, ich bin Mitglied der Akademie für Neurowissenschaftliches Bildungsmanagement. Ich habe Ihnen mal ein paar Beispiele mitgebracht oder eins aus dem Hirnscanner, aus der funktionellen Magnetresonanztomographie, wo Sie sehen, heute kann man live zugucken, wie so ein Gehirn entscheidet. Also wir haben den Eingang im Kleinhirn, ist jetzt grobschlächtig, aber wir haben ja auch bloß 18 Minuten, dann kommen die Informationen rein. Dann gehen die in die rechte Gehirnhälfte. Und in der rechten Gehirnhälfte haben wir einen sogenannten Bildervorrat oder wir erzeugen Bilder. Menschen leben immer auf der Grundlage intrinsisch erzeugter Bilder. Also was für ein Bild sie von sich haben, sorgt wiederum dafür, was sie von sich halten. Es ist also sehr entspannt, mal zu hinterfragen, was für Bilder habe ich denn in meinem Kopf über mich, beziehungsweise bei Wahlentscheidungen, dann kann man ganz viel, also Kaufentscheidungen in Gange setzen. Also zum Beispiel, wir gehen beide in einen Möbelmarkt, okay? Da ist ein runder Tisch, ein Glastisch, ein Holztisch. Was sagen Sie, was ist das? Ein Tisch! Weil wir das Bild im Kopf haben, wie Tische aussehen. Jetzt wissen Sie schon, ein Mensch kann gar keine Wahlentscheidung treffen, wenn er kein Bild in sich hat. Dann haben wir das limbische System. Jetzt wird es interessant. Dieses limbische System ist hier so rot eingetragen, da ist der rote Teil, ist der sogenannte Nucleus Accumbens. Das ist der Teil des Gehirns, der dafür sorgt, dass Hormone und Neurotransmitter in der Amygdala und woanders erzeugt werden. Das heißt, da entstehen dann ihre Gefühle. Dann macht dieses limbische System noch was Zweites. Es verortet, also wo bin ich gerade? Und legt die Zeit fest, wo bin ich auch gerade? Also Zeitpunkt, Ort und Gefühl. Jetzt schickt ihr diese Information de facto zurück an das Bild. Jetzt hast du als Bild einen Ort, einen Zeitpunkt und ein Gefühl. Und jetzt geht es rüber in die linke Gehirnhälfte, in den kognitiven Teil und in den präfrontalen Stirnlappen, da ist der Sitz des Bewusstseins. Jetzt wird uns also klar, und hier gibt es so ein Interpretationsmodul, das ist ganz interessant. Wir interpretieren also dann die Welt auch noch so, wie wir sie sehen wollen, obwohl sie so ja nicht ist, wie sie ist, wie sie ist. So läuft es ab und der Prozess dauert 180 Millisekunden. Also unter uns, Sie sind nicht dabei. Das Bewusstsein erlangen Sie nach 0,5 bis 0,7 Sekunden. Also eine Dreiviertelsekunde später wird Ihnen klar, ich bin bei Gedanken tanken. Okay?
Das heißt, wir leben eigentlich ständig in der Vergangenheit, weil immer wird wir erleben, ist schon vorbei. Also wenn sich einer von Ihnen trennen möchte oder so, dann sagen Sie, pff, war ja vorhin. Wir kriegen also eigentlich de facto ja nicht mit, was los ist. Fast alles wird vorbewusstlich, emotional besetzt, verarbeitet und dann ans Bewusstsein geschickt, damit wir es erkennen. Und deshalb möchte ich mit Ihnen mal darüber reden, was Verkaufen wirklich ist. Und ich brauche mal kurz deine Hilfe. Ich stelle eine Frage. Wer war Verkäufer? Arm hoch. Mit euch fangen wir an. Du gehst mal bitte rein. Ich mache ein paar Notizen und Sie sagen einfach mal aus Ihrer Sicht, was ist Verkaufen? Los geht's, die Geschwindigkeit, ich habe noch 6 Minuten. So, jetzt brauche ich meine Unterstützung. Habt ihr ein Handmikro für mich? Komm, können Sie mir mal helfen kurz? Kommen Sie mal kurz nach vorne bitte. Klatschen Sie bitte, Publikum ist dabei. Ihr Name ist? Aida. Aida, kann man sich merken. Schon gefahren? Das musst du wahrscheinlich andauernd hören, wa? Ja. Ich duze dich, einverstanden? Ja. Kannst mich auch duzen, ich zieh kurz den Bauch ein, warte. Wir lernen uns heute kennen in der Bar, einverstanden? Okay. Alles klar. Schönen guten Tag, mein Name ist Carsten Brocke, grüß dich. Aida. Hi, Aida, grüß dich. Ich möchte gerne bei dir ein bisschen Vorfreude schaffen und Emotionen wecken. Wenn du richtig gut bist, hast du ein tolles Lebensgefühl und wirst einen echten Nutzen daraus ziehen. Ich muss dich nur überzeugen, dass du wirklich Spaß mit dem hast, was ich heute Abend mit dir vorhabe. Deswegen musst du dich motivieren, begeistert sein. Weil wenn du das machst, machst du richtig viel Umsatz und kannst toll Geld verdienen. Willst du? Nein. Danke. Was sagst du denn zum Mann, der zu dir sagt? Ja. Scheiße. So ist es. Also ist es doch, danke dir, darfst wieder von der Bühne, herzlichen Klatscher bitte. Also ist das doch alles gar nicht verkaufen, was die meisten Verkäufer Ihnen erzählen. Die erzählen Ihnen das nämlich alle. Ja, du musst Motivation schaffen, du musst Geld verdienen, du musst dranbleiben, du musst kämpfen. Ist doch völliger Blödsinn. Das steht seit 30 Jahren in 40 Büchern. Wenn sich nur einer mal ein bisschen mit dem Hirn beschäftigen würde. Deswegen haben Sie diese innovativen Ansprachen in Supermärkten und Kaufhäusern. Was kann ich für Sie tun? Was sagt ihr denn? Nichts, ich gucke nur. Da würde doch irgendwann mal jemand auffallen, dass diese Ansprache blöd ist. Ja, blöde Kundenansprache, blöde Reaktion. Die Masse der Menschen, vielleicht haben Sie es mal gemerkt, beschwert sich und damit sollten wir aufhören. Was wir machen sollten, und damit bin ich fertig, aktivieren Sie Menschen zum Handeln, dann müssen Sie nichts mehr verkaufen und lassen Sie kaufen. Schönen Dank, schönen Tag.